interessantes Thema der Entwicklung von Medikamenten. Am Beginn haben wir ungefähr 10.000 Substanzen. Dann werden mit In-vitro-Methoden, das heißt mit Methoden aus dem Reagenzglas und Computersimulationen, giftige und unwirksame Stoffe rausgefiltert. Das ist möglich. Warum man das dann plötzlich nicht mehr weiterverfolgt, das weiß ich auch nicht. Nach diesen Untersuchungen bleiben von den 10.000 Substanzen ungefähr 250 interessante Substanzen übrig. An dieser Stelle beginnen dann die Tierversuche. Nach den Tierversuchen, die immer an zwei Spezies untersucht werden müssen, bleiben 5 aussichtsreiche Wirkstoffe übrig. Diese 5 aussichtsreichen Wirkstoffe müssen dann noch durch die klinische Prüfung am Menschen. Am Ende dieser klinischen Prüfung, die im Übrigen aus 4 Phasen besteht, die erste Phase wird an jungen Probanden durchgeführt, die gesund sind, die freiwillig das machen und die das auch unterschreiben müssen. Die zweite klinische Phase besteht, wird das Medikament ausprobiert an einer größeren Gruppe von gesunden Menschen. Die dritte Phase wird das Medikament ausprobiert an einer kleineren Gruppe von erkrankten Menschen. Und dann wird das Ganze an einem größeren Patientenklientel ausprobiert und dann erfolgt irgendwann die Zulassung, wenn das alles gut geht. Geht nicht immer gut. Eigentlich könnte man sagen, dass genau diese Phase, nämlich die klinische Prüfung am Menschen, eigentlich das ist, wovor man immer so viel Angst hat, wenn man die Tierversuche abschaffen möchte. Das sind nämlich die Menschenversuche. Das sind eigentlich Menschenversuche. Also am Ende landet dann ungefähr ein Medikament in den Apotheken. Die ganze Prozedur dauert ca. 12 Jahre und kostet ca. 1 Milliarde US-Dollar. Verständlicherweise haben die pharmazeutischen Firmen ein großes Interesse daran, dass das Medikament auch möglichst lange auf dem Markt bleibt, damit sie die Entwicklungskosten auch wieder reinbekommen. Deswegen wehren sie sich mit Händen und Füßen, ein Medikament, was sich dann irgendwann im späteren Verlauf als schädlich erweist, das wieder zurückzuziehen. Kleine Nebenbemerkung, die WHO, das ist die Weltgesundheitsorganisation, hält 325 Wirksubstanzen für nötig. Wir haben aber 60.000 Medikamente auf dem Markt. Alleine von dem Wirkstoff Ibuprofen sind es weit über 300. Das ist mal eine Gegenüberstellung von verschiedenen Substanzen, wie sie beim Menschen wirken und wie sie beim Tier wirken. Asbest zum Beispiel verursacht beim Menschen Krebs, ist aber für Ratten und Hamster verträglich. Arsen ist giftig für Menschen, aber verträglich für Schafe. Contergan verursacht Missbildungen beim Menschen, aber keine Missbildungen bei Tieren, außer bei 2 einzelnen Spezies, nämlich dem Neuseelandkaninchen und einer Affenart. Das hätte schon ein ganz gewaltiger Zufall sein müssen, dass man gerade diese beiden Tierarten zum Testen verwendet. So, ich glaube, ich wechsle mal die Seite. Sieht so besser. Dann haben wir das Morphium, das wirkt beim Menschen beruhigend, beim Tier stimulierend, bei Katze, Rind und Pferd, also genau gegenteilige Wirkung. Das Phenobarbital, mittlerweile ein Narkosemittel, ist gut verträglich für Menschen, verursacht aber Leberkrebs bei Ratten. Aspirin, gut verträglich bei Menschen, embryonal schädigend bei Tieren, giftig für Katzen. Penicillin ist gut verträglich und tödlich für Nagetiere. Insulin ist für den Menschen lebenswichtig, verursacht Missbildungen bei Kaninchen, Hühnern und Mäusen. Das Paracetamol, das sicherlich jeder kennt als Schmerzmittel, ist gut verträglich für Menschen und giftig für Katzen.
Wie, um Gottes Willen, soll man denn an Tieren das testen, was der Mensch verträgt oder auch nicht, wenn da solche gravierenden Unterschiede sind? Das Dumme ist, dass nicht nur gefährliche Sachen auf den Markt kommen, wie wir gleich noch sehen werden, sondern dass viele Dinge, die für den Menschen hilfreich, segensreich und wichtig wären, vielleicht auf der Strecke bleiben. Was mit Sicherheit auf der Strecke geblieben wäre bei diesem Verfahren, das ist Aspirin und Penicillin. Das ist nur durch Zufall, einem Zufall und der aufmerksamen Beobachtung von Menschen zu verdanken, dass diese Medikamente trotz der Tierversuche auf dem Markt geblieben sind. Wenn man sich auf die Tierversuche verlassen hätte, wären diese Medikamente nicht erhältlich. Wir wiegen uns mit den Tierversuchen in einer trügerischen Sicherheit. Und wie trügerisch die Sicherheit ist, die uns durch Tierversuche vorgegaukelt wird, zeigen die folgenden Daten. Wir haben pro Jahr 58.000 Tote in Deutschland durch Arzneimittelnebenwirkungen bei vorher getesteten Medikamenten. Skandale, also Medikamente, die wirklich unter dramatischen Umständen vom Markt genommen wurden, wie zum Beispiel Contergan oder wie Vioxx oder dieses TGN-1412, das war ein Antikörper, der getestet wurde an 6 jungen Engländern, die es fast mit dem Leben bezahlt hätten. Die haben eine überschießende Immunreaktion gehabt und das mussten also Finger amputiert werden, weil die fast daran gestorben wären an diesem Antikörper. Avandia zum Beispiel wurde vom Markt genommen, das ist ein Blutzuckersenker, der zu Herzinfarkten, Schlaganfällen führte. Lipobay, auch ein ganz, ganz weit verbreitetes Medikament, ein Cholesterinsenker, das führte zu Muskelauflösungen mit über 100 Todesfällen.